Am 1. April kamen Stadtverwaltung und BürgerInnen in der Oper zusammen, um gemeinsam über die Zukunft der Mobilität in ihren Vierteln zu sprechen. Schauen wir doch mal rein und fragen nach, was sich die TeilnehmerInnen vom Tag erhoffen und welche Mobilitätsthemen sie beschäftigen. Ich bin hier, um mich einfach zu informieren, weil mir schon sehr wichtig ist, was jetzt halt auch in unserem Viertel passiert, überhaupt in Bonn. Bonn wird ja Vorreiter sein, was Klimaziele angeht, bis 2035 klimaneutral. Und das ist ein wichtiger Ziel natürlich, ne? Und da will ich mich natürlich informieren und mich auch einbringen, wie wir unsere Stadt beleben, lebens- und liebenswerter machen. Weil das ist uns halt sehr, sehr wichtig, eben der gesellschaftliche Zusammenhalt. Zusammenhalt meine ich. Im Mitwirkungsprozess Bönsche Viertel geht es auch darum, die Wünsche und Sorgen der AnwohnerInnen ernst zu nehmen. Denn mit der Mobilitätswende kommen Veränderungen, für die es von allen Seiten Verständnis und Kompromisse braucht. Auch ein Appell natürlich ist das an, weil ich sehe das ja natürlich auch in den sozialen Medien, wenn halt zum Beispiel die Stadt Bonn einen Post macht über solche Erneuerungen. Da wird halt sehr viel gemeckert. Ey Leute, hört auf, in den Netzen zu schreiben, kommt einfach vorbei und spricht live miteinander. Das ist es, darum geht es, miteinander und nicht hinter einem Bildschirm. Das ist halt eben sehr wichtig. Das ist Bürgerbeteiligung, wahre Bürgerbeteiligung, indem man einfach zueinander findet und miteinander spricht. Und da findet man auch irgendwann mal auch einen Kompromiss. Öffentlichen Raum gerecht aufteilen. Das bedeutet wieder mehr Platz zu schaffen für Menschen zu Fuß, mit dem Rad oder ÖPNV. Aber auch Anforderungen von wichtigen AkteurInnen wie soziale Dienste oder ambulante Pflege müssen bei der Planung besonders berücksichtigt werden. Wir sind natürlich auch erpicht, Wege zurückzulegen zu Fuß oder mit dem Fahrrad, wenn es aber die Zeit zulässt. Und aufgrund des Pflegemangels oder Notstandes im Moment ist es wirklich erschwert, Stationen wirtschaftlich auch zu planen. Dann hat man einfach weitere Anfahrten schon mal. Um den notwendigen Umstieg auf klima- und umweltschonende Verkehrsarten zu schaffen, braucht es ein flächendeckendes und faires Angebot an Alternativen. Was könnte das in Bonn ganz konkret bedeuten? Ein weiterer Ausbau von den Angeboten, die es bisher gibt, also zum Beispiel Lastenräder zum Vermieten in der ganzen Stadt und ansonsten auf jeden Fall ein Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, gerade in Ost-West-Richtung, um dann tatsächlich auch guten Gewissens Leuten vom Auto abraten zu können, weil es die Alternativen in Bonn gibt. Auch Bonns Oberbürgermeisterin Katja Dörner war zur Eröffnung vor Ort und testete den Radparcours auf dem Opernvorplatz gleich einmal selbst. Wichtig ist ja vor allem, dass es auch über das Auftaktfest hinaus weitere Beteiligungsmöglichkeiten und Austausch geben wird. Also heute machen wir ja diese große Auftaktveranstaltung, um die unterschiedlichen Interessen hier zusammenzubringen. Aber über den gesamten Sommer werden in den beiden Modellvierteln, die wir ja ausgesucht haben, also der inneren Nordstadt, der sogenannten Altstadt und dem Kombahnviertel in Beul, ganz unterschiedliche Veranstaltungen stattfinden, Straßenfeste, aber eben auch Workshops, um ganz konkret zu erarbeiten mit allen, die da wohnen, die da Interessensschwerpunkte haben, wie wir die Mobilitätswende gestalten können, wie wir den öffentlichen Raum in diesen Vierteln attraktiver machen können, lebenswerter machen können. Und da freue ich mich, dass sich so viele beteiligen. Mit Musik und großem Interesse wurde vieles ausprobiert und diskutiert an diesem Tag. Gemeinsam die Mobilitätswende gestalten, damit Bonn auch in Zukunft eine lebenswerte Stadt für alle bleibt, das war nicht nur das Credo beim Auftaktfest des Projekts Bönsche Viertel, sondern begleitet nun auch die kommenden Veranstaltungen und Aktionstage im Laufe des Sommers. Weitere Informationen zum Projekt Bönsche Viertel und zum Thema Mobilitätswende in Bonn finden Sie auf folgenden Websites: